Das ist mal eine interessante Art von Hebel. Da musste ich schon wieder gehen. Ach Freunde, es ist so traurig alles gerade. Ich bin so müde in letzter Zeit. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, ja. Ach Mensch, wer hätte das wieder gedacht? Und lass mich raten, so ist es. Oh, hallo, warum schlägt das denn jetzt hier? Und du hörst auf rumzustöhnen. Es reicht schon, wenn ich mich hier beschwere. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass er einfach kurz bevor er aufgeprallt ist, einfach stehen geblieben ist? Also das Spiel? Damit wir auch ja die richtige Taste drücken können. Wenn sie das doch sagt, jetzt glaub doch einmal das, was die Frauen dir sagen, Junge. Mann. Ob Malik auf mich gewartet hat? Nee, bestimmt nicht. Er hat vielleicht einen besseren Plan als ich. Ich weiß schon langsam, warum der einfach vorhin abgehauen ist und den er alleine zurückgelassen hat. Also ich würde den da auch alleine zurücklassen. So. Dieses Symbol erinnert mich auch überhaupt nicht an Assassin's Creed. Überhaupt nicht. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Wahrscheinlich kommt hier gleich Altair vorbeigesprungen und meuchelt uns nieder, weil wir hier irgendwas verbrochen haben. Sorry, dass ich mich jetzt gerade so abfacke darüber, aber ganz ehrlich. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Eine Axt kam von der Seite. Und wir rennen hier einfach mal durch. Wie wunderbar getimed das ist, dass man hier genau durchpasst. Und ein Drehschalter, wie habe ich sie vermisst. Meine Freunde, die Drehschalter. Ich hätte zumindest ein paar Soldaten treffen müssen. Wo sind bloß? Ich würde mal sagen, da vorne. Die sind ja noch aus Sand, oh mein Gott. Wer hat das denn wohl nur angestellt? Also Junge, langsam solltest du wissen, was hier abgeht. Du hast eine mystische Armee befreit. Oder ihr, oder dein Bruder. Ja. Ach so. Ja, und jetzt? Jetzt können wir hier unseren Wandlauf starten. Und hopp machen. Und nochmal hopp. Also ich habe irgendwie immer das Gefühl, davon stirbt der ernsthaft. Davon stirbt der ernsthaft. Ja, und jetzt ist das Spiel vorbei. Lädt. Wie, kein Game Over? Mensch, Skinner, das ist ja fast noch schlimmer als Prince of Persia. Also der nächste Teil. Auf den freue ich mich schon. Ich habe die schon so eine Ewigkeit nicht mehr gezockt, weil er so speziell ist. Na, also nicht schlecht. Er ist wirklich nicht schlecht. Er ist wirklich speziell. Das muss man mal sagen. Und ich befürchte ja, dass wir das nicht durchspielen können. Weil das so sein wird. Nee, weil ich da wahrscheinlich zwischendrin irgendwann mal sagen werde, nee, das ist mir zu langweilig. Was da wohl gleich durch die Tür kommt, ich weiß es. Ich ahne es schon, aber ich sag's noch nicht. Weil das wäre so ein Spoiler, wenn ich jetzt sagen würde, dass da Gegner gleich durch diese Tür kommen. Dass wahrscheinlich alle sagen werden, ey, du bist so ein elendiger Spoiler, geh doch nach Hause. Und schlaf mit deinen... Und ich weiß nicht, was ich hier rede. Und ich weiß auch gar nicht, was ich hier gerade mache. Ich mach mal einfach hallo! Oh, das nervt ja so extremst. Ich bin da jetzt gerade kaum dran gekommen an den Button. Jensen-Button, verstehst du? Aber meine Witze waren auch schon mal besser irgendwie. So, wenn wir das machen... Ach, da passiert auch was. So, und jetzt können wir hier vielleicht... Hallo? So, dreh und jetzt bitte nochmal weiter. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Der will es nicht machen. Aber warum? Freunde. Ich stehe vor einem Rätsel, was ich nicht in der Lage sehe zu lösen. Ja, wir greifen danach. So. Das geht nicht. Ach, ach, wie? Ah, oh, ist das mies. Man muss hoch und runter drücken und nicht zur Seite. Ah, oh, liebe Entwickler, also sorry, aber das geht gar nicht. So, und spring weiter. Dankeschön. So.
Ach, jetzt. Jetzt müssen wir uns das erstmal angucken. Wie jetzt wahrscheinlich auch die Tür aufgebrochen wird. Es passiert gleich erst. Oh Mann, ich habe schon wieder gegähnt. Oh mein Gott, ein Gegner. Wahrscheinlich ein großer, fetter, der. Einer. Okay, mehrere. Und ihr kriegt natürlich alle schön gepflegt auf die Schnauze. Ne, wäre ja auch kein Prince of Persia, wenn wir das nicht machen würden. So, komm, weiter. Ich finde irgendwie mal sehen die Gegner so uninspiriert aus. Einfach, wir brauchen Sandgolems. Wir nehmen Skelette mit Sand zwischen den Rippen. Das ist echt mal eine, ein Game Design technischer Geniestreich. Ähnlich wie etwas in einer dunklen Gasse in einer Mülltonne zu verstecken. Ach, schön. Wer die Anspielung jetzt nicht versteht, der sollte sich unbedingt die Sammler-Edition oder am besten gleich beide Spiele, also die große Box HW und Edna, kaufen. Also wer die Spiele nicht kennt, sie noch nie davon gehört hat, der hat was verpasst. Und wer nicht auf Click and Point Adventures steht, der wird aber auf dieses Spiel stehen, weil das ist so genial und es ist phänomenal. Also, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber die Spiele... Ich habe den Vollpreis dafür ausgegeben und es ist so geil. Es ist Hammer. Ich habe Tränen gelacht und Tränen geweint. Wie ist es also mit Ihnen passiert? Ich hoffe, Sie erinnern sich nicht daran, wenn Sie aufwachen. Als ob die irgendwann nochmal aufwachen würden, Freundchen. Weißt du was? Wir stecken den jetzt mal... Sarkophage. Sarkophage? Sarkophage? Wir machen jetzt natürlich... Sie bestehen aus Sand. Ich vergaß. Sand ist ja ein Stoff unserer Welt, den man ja nicht mit einem Schwert kaputt machen kann. Mit demselben Schwert kann man allerdings, ja... Tongefäße, verdammt! Zerstören. Na Freunde, alles klar bei euch? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich hier hochkomme. Ach komm, ich versuche das jetzt nochmal. Wer hätte das gedacht? Das hat nicht funktioniert. Müssen wir etwa den hier machen? Ja, natürlich. Spring mal einfach. Boah, nee. Hallo. Na. Wie? Ich verstehe gar nicht. Wie weit spult ihr denn jetzt zurück? Bis man das letzte Mal stehen geblieben ist oder was? Boah, Freunde der Nacht, ey. Also ganz ehrlich. Ich glaube, ich muss mir das gleich mal auf eine andere Taste legen, sonst kriege ich hier gleich noch Lippenherpes. Also natürlich muss bei der jetzt ein Powerangriff. Yay! Wir haben schon wieder fast den nächsten Level oder was. So, und jetzt, ja. Können wir hier einfach runter. Lass los, du faule Sau. Lass nochmal los, du faule Sau. Dankeschön. Und weiter geht's. Wir gehen über einen Steg. Oh mein Gott, Äxte. Au. Wir sind da nur gegengerannt, nicht da. Vorgerannt. So, hier können wir natürlich jetzt wieder uns hochklettern, ohne dass die Axt uns trifft. Das ist ja wunderherrlich. Oh, ich hätte jetzt gedacht, dass die Axt uns doch trifft, weil wir so nah da dran waren. Das ist doch hier, das grenzt doch schon fast an Wahnsinn, was wir hier treiben. So nah an diesen Äxten vorbeizuspringen. Ich glaube, ich sollte mal diesen ironischen Ton sein lassen. Wirf den Scheiß Schlüssel rüber, wir setzen das zusammen und trinken uns einen, Kollege. Die meisten ziehen zur Festung. Wenn ich die Tore schließe, können sie nicht ins ganze Land ausschwärmen. Anschließend muss ich sie irgendwie wieder einsperren. Wirf das Ding rüber! Ich habe die Hälfte deines Medaillons. Fügen wir die Teile zusammen, sitzt die Armee wieder in der Falle. Woher weißt du das? Lange Geschichte, aber es könnte klappen. Diese Kreaturen verwandeln meine Männer zu Statuen.
Ich glaube, die Medaillons beschützen. Jetzt mach doch einfach das, was wir gesagt haben! Wenn wir die Stücke zusammenfügen, solltest du bei mir. Ja! Wir treffen uns am Tor! Gut, dann treffen wir uns am Tor, aber wir, du gehst verloren! Vorsichtig! Oh. Typ, ernsthaft? Muss mich an ausleben an diesen Tongefäßen hier. So, was. Oh, hallo. Framerate. Ist doch immer wieder schön, wenn die Framerate gerade mal vorbeikommt und einen grüßt. Oh mein Gott, ich dachte, die Tür geht auf. Wie konnte ich nur so naiv sein und glauben, dass die Tür beim ersten Hebel schon aufgeht? So, hier dasselbe Spielchen wahrscheinlich, ne? Jawohl, und es stockt auch. Freunde. Na, mach weiter! Na, warte, was macht's denn? Bewege dich in eine Richtung, während du A drückst, okay? Ah. Nein! Das hat man jetzt gerade nicht verstanden. Ich habe schönen guten Tag gesagt. Ich sag's auch gerne nochmal hier. Oh, das ist ja ein Traum! Dass die Kamera sich während des Sprungs verändert und man dann in die falsche Richtung deswegen springt. Können wir bitte einfach zum Tor gehen und dann einfach nur dieses scheiß Amulett zusammensetzen? Ich wäre dir sehr verbunden, Freundchen. So. Mann. Gottverdammt. So. Und weiter abspringen. Dankeschön. Sehr liebenswert von dir. So. Lass mich raten. Rüber. Warten, bis abgeschaltet ist. Rüber. Danke. Hier natürlich auch wieder schön warten. Hallo. Dankeschön. Sehr freundlich von dir. Ach, Himmel, Arsch und Eimer. Sorry. Oh, Framerate. Dankeschön. Das hat jetzt auch nichts mehr mit Fraps zu tun. Das ist einfach dieses wunderbare kleine Spiel, das sich irgendwie in seinen Ressourcen nicht einig wird, welche es jetzt benutzen möchte. Das ist ja auch herzallerliebst hier. Wer baut denn solche Zahnräder, ne? Weißt du, auf der einen Seite sind sie verkleidet, auf der anderen nicht, ey. Mann, na komm. Regen wir uns nicht mehr drüber auf. Lassen wir das, hat doch eh keinen Sinn mehr. Ach, da hätten wir dran gemusst, ne? Ja, natürlich. Oder müssen wir da dran? Ich weiß es nicht. Ach, wir... Oh. What? Was ist denn heute los mit mir? So, sorry, dass das gerade so ein bisschen gedauert hat. Ach, wir müssen... Müssen wir da dran springen? Ah, wunderherrlich, er hat's gemacht. Weiter. Schön. Schönes Ding. Und jetzt, okay, warten. Auf wunderbare Kameraperspektive hier. Die gefällt mir aber wirklich jetzt. Und noch einmal und noch einmal. Und dieser Teppich ist wirklich sehr schön da platziert. Alles andere ist hier total heruntergekommen und kaputt, aber dieser Teppich ist das einzigste. Was noch geht. So, und ich darf ganz offiziell, ich darf das Einzigste sagen, weil ich das darf. Weil ich Bielefelder bin, oder hier redet man nun mal so, da sagt man das Einzigste. Ich bezweifle, dass Vater das im Sinn hatte. Also und zwar zu allem. Sekomali, er lehrt dich eine Armee zu führen. Zeigt mir eher, wie ich ihn durch den ganzen Palast verfolge. Okay, ein Rätsel. Ich bin gespannt. Also, wie gesagt, ich bin Bielefelder, ich bin Amine und ich bin Sprachwissenschaftler. Ich darf das Einzigste sagen. Aua. Und ich darf mich schneiden. Ach, wunderbar. Und wie kommt es, dass ich in solchen Situationen von Frauen herumkommandiert werde? Erst Fahrer und jetzt... Ja, und demnächst auch noch Kailina und dann wieder Fahrer und dann, wie heißt die olle Tuse aus dem nächsten Teil? Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Da ist nämlich auch... Oh, Spoiler-Alarm, Freunde. Ich habe gerade gespoilert, dass wir im nächsten Teil wieder von einer Frau herumkommandiert werden. Na gut, immerhin ist das Spiel selbst ironisch, das mag ich. Jedenfalls so ein bisschen.
Und hoch, dankeschön. Was wir hier wohl machen müssen, ich weiß es nicht. Bestimmt nicht an diesen Hebel springen, der überhaupt gleich auffällig da hängt. Irgendwie kommt mir das bekannt vor, das hatten wir alles schon mal. Oder bin ich jetzt schon so verbittert und bin schon so gegen dieses Spiel gepolt, dass ich einfach alles schlecht sehe? Ich glaube, ich sehe einfach alles schlecht. Das Spiel ist bestimmt richtig der Knaller, deswegen ist es auch, hat jeder dieses Spiel gespielt und alle kennen dieses Spiel. Und deswegen gibt es auch so viele gute Testresultate dazu. Weil ich das Spiel nicht mag, beziehungsweise weil ich so schlecht gegen das Spiel eingestellt bin.